Hallo Mitspieler und Star Wars-Fans, hier ist Brigant at the Force EU und ich heiße euch heute zu meinem längsten Podcast bisher willkommen. Thema des heutigen Videocasts Nummer 16 ist, wie bereits in unserem Audio-Podcast angekündigt, ein Buchreview zu einem der drei Star Wars-Romane in The Old Republic. Ich werde den ganzen Roman mit einer Leseprobe beginnen und anschließend eine kleine Besprechung des gesamten Romanes anfügen. Erwartet also heute visuell keine überwältigenden Dinge. Der heutige Videocast ist tatsächlich eher ein Podcast und mehr was für die Ohren denn für die Augen. Wer will, kann es einfach laufen lassen und nebenbei was anderes machen. Viel Spaß damit. Tja, ihr Lieben, und hier kommt leider schon die Ernüchterung. Ich wollte mein YouTube-Video gerade hochladen, also sprich diesen Videocast, und musste feststellen, dass ich über Nacht plötzlich wieder kein respektables Mitglied bei YouTube bin und seit kurzem wieder die 15-Minuten-Zeitbeschränkung für die Dauer der Videos aktiviert worden ist. Ich weiß nicht, warum YouTube das ab und zu so macht und mal so. Deswegen ist dieser schöne Videocast, in dem ich das erste Kapitel vorgelesen habe, leider nicht möglich, euch abzulogen und ihr könnt das deswegen nicht hören. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als diesen Videocast äh, kriminell zusammenzuschneiden, damit er auf 15 Minuten passt. Und äh, den werde ich hier auf Video einstellen. Das ist das, was ihr gerade hört. Ihr könnt aber auf der Homepage von theforce-eu könnt ihr euch das Audio dazu anhören und downloaden. Das heißt, ich werde im Prinzip den ganzen vorgelesenen Cast auf TheForce.eu eu einstellen. Folgt einfach dem Link in der Beschreibung des Videos. Und dann könnt ihr euch das ganze erste Kapitel, das ich euch dann vorlese, reinhören. So, nichtsdestotrotz machen wir es in gekürzter Fassung weiter. Viel Spaß damit. Star Wars, die Old Republic. Betrogen von Paul S. Kemp. Kapitel 1 Die Fatman bebte und ihr Metall ächzte. Als sie Reed sie durch die Atmosphäre von Ort Mantell trieb. Reibung verwandelte Luft in Feuer und Sirid beobachtete das orangefarbene Glühen der Flammen durch den Transparistrahl des Frachtercockpits. Ihm fiel auf, dass sein Knüppel zu fest umklammerte und er entspannte sich. Er hasste Atmosphäreneintritte, hatte sie schon immer gehasst. Diesen langen Abzieltanz, bei dem Hitze, Geschwindigkeit und ionisierte Partikel für einen vorübergehenden Sensorausfall sorgten. Man wusste niemals, mit welcher Art Himmel man es zu tun bekommen würde, wenn man die Dunkelheit hinter sich ließ. Damals, als er noch Kommandos vom Chaos-Trupp in einem republikanischen Klapperkasten herumkarte, hatte er und die anderen Piloten diese Ausfälle mit einem Blindflug von einer Küstenklippe verglichen. Man hofft immer auf tiefes Wasser, hatten sie gesagt, aber früher oder später geht die Flut zurück und man landet direkt auf dem Felsen oder mitten in einem sengenden Kreuzfeuer. Eigentlich war es vollkommen egal das ergebnis wäre das gleiche und raus aus der dunkelheit sagte er als die flammen zurückgingen und sich der himmel unter ihm öffnete niemand ging auf seine worte ein er arbeitete und flog die fatmen alleine das einzige was er heute noch herumkarte waren waffen für die exchange er hatte seine gründe dafür auch wenn er sich größte mühe gab möglichst nicht darüber nachzudenken was er tat er brachte das schiff ins gleichgewicht richtete sich auf und führte einen raschen scan des himmels durch die Sensoren empfingen nichts. Tiefes Wasser, ein gutes Gefühl, sagte er lächelnd. Auf den meisten Planeten hätte er gleich nach dem Eintritt in die Atmosphäre alle Hände voll damit zu tun gehabt, die Abriegelungen der planetaren Regierung zu umgehen. Nicht so auf ortmantell Diese Welt war ein Tummelplatz für Verbrechersyndikate, Söldner, Kopfgeldjäger, Waffenhändler und Drogenschieber. Und das waren nur die Leute, die den Laden dort schmissen. Ihre Aufmerksamkeit richtete sich auf Kriege unter Splittergruppen und Attentate, nicht auf Regierungsführung und erst recht nicht auf die Durchsetzung von Gesetzen. Insbesondere die höheren und niederen Breitengrade des Planeten waren nur spärlich besiedelt. Hier gab es so gut wie nie Patrouillen, ein Niemandsland im wahrsten Sinne des Wortes. Es hätte Reed überrascht, wenn die Regierung über diesen Gebieten Überwachungssatelliten einsetzen würde. Das passte ihm alles ganz gut in den Kram. Die Fatman brach durch eine dichte, rosafarbene Wolkendecke, und vor Sirids Augen erstreckte sich das Braun, Blau und Weiß der nördlichen Hemisphäre von Ort Mantel. Eis und Schnee prasselten gegen das Kabinendach, gefrorene Schrapnelle, die in stetem Rhythmus auf die Höhle der Fatman eindroschen. Die untergehende Sonne tauchte weite Landstriche des Planeten in Orange und Rot. Unter ihm toste, kabbelig und dunkel das Nordmeer, in dem unregelmäßige weiße Kreise der rauschenden Brandung tausende nicht verzeichneter Inseln anzeigten, die durch die Wasseroberfläche stießen. Tief im Westen konnte er verschwommen den Rand eines Kontinents ausmachen und die dünne Kette schneebedeckter, wolkenverhangener Berge, die entlang seiner Nord-Süd-Achse verlief. Eine Bewegung zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Hm, ein Schwarmlederflügel zu so klein, um ein Sensorzeichen auszulösen, zog 200 Meter Steuerbords und ein gutes Stück weiter unter ihm in Bogenformation wie eine Klammer durch die Luft. Die Häute ihrer riesigen, membranartigen Flügel flatterten im eisigen Wind. Sie waren unterwegs in die wärmeren Gefilde des Südens, blinzelten mit ihren stumpfen, schwarzen Augen dem Schnee und Eis entgegen und schenkten ihm keine Beachtung, als er über sie hinwegflog. Er drosselte die Ionentriebwerke und verlangsamte das Tempo noch etwas. Ein Gähnen weitete sein Mund. Er setzte sich aufrecht hin und versuchte die Müdigkeit wegzublinzeln, aber die verhielt sich so stur wie ein wütendes Bantha. Er hatte das Schiff dem Autopiloten überlassen und während des Fluges von Vulta durch den Hyperraum gedöst. Aber das war auch der einzige Schlaf, den er in den vergangenen zwei Standardtagen bekommen hatte. Das rächte sich jetzt. Er kratzte sich seine Bartstoppeln, rieb sich den Hinterkopf und gab die Landekoordinationen in den Navigationscomputer ein. Der Computer stellte eine Verbindung zu einem von Ort Mantels ungesicherten geostationären Satelliten her und leitete Position und Kurs zurück zur Fatman. Cerise Hutt projizierte beides auf das Cockpitverdeck. Hm. Er betrachtete die Position und legte einen Finger auf den Zielort. Fazit. Das war eine kleine Leseprobe aus dem Roman Betrogen von Paul S. Kemp zu Star Wars The Old Republic. Ich hoffe, mein kleiner Ausflug in das Thema Brigand liest Hörbuch hat euch gefallen. Ich weiß, dass es schwer ist, angefixt zu werden und dann geht es nicht weiter. Aber so sehr es mir auch Spaß gemacht hat, euch das erste Kapitel des Romans vorzulesen, brauchte mich dennoch nicht danach zu fragen, euch auch den Rest des Buches als komplettes Hörbuch einzulesen. Ich möchte ungern von Panini Books oder den Anwälten von Herrn Kemp auf Urheberrechtsverletzung verklagt werden. Daher will ich es bei dieser Leseprobe belassen. Wer das Buch gerne kaufen möchte, der kann dem Link in der Videobeschreibung folgen. Das Buch ist für 12,95 Euro bei Amazon bestellbar. Oder aber ihr hört nächste Woche in unseren Audio Podcast Nummer 17 auf The Force EU rein. Da werden wir ein Exemplar dieses Romans im Gewinnspiel verlosen. Aber kommen wir zu meinem abschließenden Gesamteindruck des Romans. Sprache. Der Autor Kemp liest sich sehr angenehm. Sprachlich ist der Autor Meister seines Fachs. Ewig lange Adjektivkaskaden wird man selten finden. Orte und Gefühle werden oft in kurzen Sinnbildern und Vergleichen treffend beschrieben. Und schon nach kurzer Zeit spielt sich im Kopf des Lesers ein angenehmes Kopfkino ab. Nicht nur die leisen Töne trifft der Autor gut, gerade die Kampf- und die action sind sehr gut beschrieben, ohne ermüdend oder lächerlich zu wirken. Ganz im Gegenteil. Gerade die Kämpfe sind sprachlich als auch choreografisch so gut in Szene gesetzt, dass die visuelle Projektion vor dem inneren Auge nicht ausbleibt. Sprachlich bekommt Camp von mir vier von fünf Sternen. Handlung Der Roman spielt zeitlich während der wenigen Tage, als Coruscant und der Jedi-Tempel vollständig durch den Angriff der Sith unter Darth Malgus zerstört wurden. Er lehnt dabei an den allerersten cinematischen Trailer zu Star Wars The Old Republic an. Dabei spinnt er die Geschichte allerdings weiter und wir erfahren als Leser mehr über die Eroberung und den überraschenden Frieden von Korusant. Wir erfahren, dass im Imperium der Sif mehrere konkurrierende Kräfte am Werk sind, in denen Intrigen in den eigenen Reihen schlimmer sind als der offensichtliche Feind. Aber auch der Jedi-Orden wirft Ideale für Pragmatismus über Bord. So kommt es auch, dass unsere drei Hauptfiguren sich aus unterschiedlichsten Gründen von ihrer Seite verraten bzw. Betrogen fühlen, weswegen der Titel des Romans sehr treffend ist, wie ich finde. Für die Handlung gibt es vier von fünf Sternen. Im Nachhinein flogen die 315 Seiten nur so dahin und man hätte sich gewünscht, der Roman würde noch etwas länger gehen. Charakterzeichnung: Wir lernen den Charakter von Darth Malges und auch seine Beweggründe näher kennen und stellen fest, dass auch er eine weiche Seite hat und seine mitunter zärtliche Beziehung zu seiner Dienerin Elena ist interessant zu verfolgen. Dann haben wir noch den Schmuggler Zerit, der sich für seine kranke Tochter immer tiefer in den kriminellen Sumpf ziehen lässt und die Jedi Ritterin Erin, die den Tod ihres Meisters rächen will und darüber hinaus sämtlichen emotionalen Halt verliert. All dies ist sehr interessant und auch spannend zu lesen überhaupt ist es gerade die feine Charakterzeichnung, aber auch deren Entwicklung im Laufe des Romans, welche die eigentliche Stärke Camps schriftstellerischer Kunst ist. Keine der Hauptfiguren ist am Ende des Romans noch dieselbe Person, welche sie am Anfang war. Und gerade diese Entwicklung ist sehr erfrischend zu verfolgen. Die Handlungsstränge der Protagonisten laufen unweigerlich aufeinander zu und zwischen diesen drei Personen entwickelt sich ein Charakterdrama, das auf der Planetenoberfläche von Coruscant seinen Höhepunkt findet. Einzig, ein klitzekleines Manko trübt mein Lesevergnügen hier etwas. Gerade die erste Passage, in welcher Darf Malgus und seine Dienerin Elena eingeführt werden, ist schriftstellerisch meiner Nach der schwächste Moment des Buches. Ihr durftet ihn sogar gerade hören. Kemp bedient sich hier eines beliebten Kunstgriffes unter Schriftstellern und macht seine Elena zu Dr. Watson. Zumindest erfüllt sie im ersten Kapitel des Buches die gleiche Aufgabe wie der getreue Begleiter von Sherlock Holmes in den Roman von Arthur Conan Doyle. Man lässt den Begleiter der Hauptfigur immer wieder Fragen stellen, die Hauptfigur muss sich immer wieder erklären und so ermöglicht man dem Leser Einblick in die Gedankenwelt und Motivation des Hauptcharakters. Genau dies macht Elena am Anfang mit darf Malges und das ist auch ihre einzige Funktion im Roman. Dass sie dabei Geliebte ist, ist dabei nur ein Nebeneffekt. Sie stellt Fragen, Darf Malgus muss wie in Chopardy, antworten, obwohl nur wenige Augenblicke bis zum Angriff auf die Republik bevorstehen. Der ganze Dialog ist einfach nur holprig und wenig glaubwürdig. Ein echtes Liebespaar würde diesen Dialog in dieser Form niemals führen. Das ganze Geschwafel von Macht und Krieg wirkt sehr erzwungen, und man merkt, dass Kemp sich hier eine Charakterzeichnung wirklich schwer tut. Auch der Moment des Heranziehens Atemmaske ab, vernarbter Kuss, Atemmaske wieder auf, war schon unfreiwillig komisch und grenzte stark äh, an Arztroman. The Read, aber auch der Jedi Erin gehen dem Autor deutlich leichter von der Hand und sind dem Leser einfach viel zugänglicher. Aber es ist gerade die Entwicklung von Darth Malgus, die am meisten beeindruckt. Und das Ende des Romans, welches ich hier nicht verneckt nehmen will, das habe ich einfach umgehauen. Insgesamt gebe ich dem Autor hier auch vier von fünf Punkten. Einzig der schwache Einstand von Darth Malges verhindert eine bessere Wertung. Aber der Autor steigert sich im Laufe der Geschichte doch deutlich. Gesamteindruck. Der Roman war wirklich gut. Ich kann ihn nur empfehlen. Er war kurzweilig zu lesen und nach zehn bis zwölf Stunden ist man damit schon durch, trotz der 314 Seiten. Man erfährt einiges Neues an Hintergrundwissen zum Spiel, gerade auf Seiten der Sif ist hier einiges Interessantes zu erfahren. Der Roman funktioniert meiner Meinung nach aber nur bedingt als eigenständiges Machwerk, wenn man sich überhaupt nicht mit dem Spiel und den Geschehnissen zu diesem beschäftigt. Zumindest ist es wohl hilfreich, einiges an Hintergrundwissen rund um die Ära von The Old Republic konsumiert zu haben, denn einiges an Rahmenhandlung setzt der Auto hier doch einfach voraus und geht nicht in Detail auf alles ein. Dafür nimmt die Charakterzeichnung und auch die Kämpfe einen großen Teil des Romanes ein. Insgesamt gebe ich betrogen vier von fünf Punkten und spreche eine Leseempfehlung aus für alle, die auch nur eine kleine Affinität für Star Wars haben. Ja, und das war Podcast-Episode Nummer 16. Hm, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören.